Und damit herzlich willkommen zu Star Wars Outlaws. Wir sind hier auf der neuen Welt und wir haben hier auf dem Schiff eine Nachricht, die wir uns abhören sollen. Ich habe gerade die Schnellreise hier hingemacht und irgendwelche Sachen wurden hier wieder abgelegt für uns. Mal gucken. Eine spezielle Blasterlackierung, die besonders kälteresistent ist. Aha, okay. Hey, nicht schlecht. Mal kurz gucken. Aussehen. Was kann man hier machen? Okay. That's it. Wo ist die Nachricht? Hier. Verstehe ich immer noch nicht, warum das nicht persönlich war. Diese Botschaft hinterlassen. Hören wir sie uns an. Hey, hab noch einen Auftrag für dich. Ich habe zwischen den Pikes und Ashiga ein Geschäft. Ach so, na, ach. Um eine exotische Molluske. Ich bin dumm. Um eine Muschel. Aber jetzt wollen die Pikes sie wohl lieber an Crimson Dawn verkaufen. Der Haken ist, wenn die Ashiga leer ausgehen, gehe ich leer aus. Verhindere den Deal und bring den Gruseldroiden mit. Ich bin sicher, der wird Eindruck machen. Wenn du interessiert bist, schicke ich dir die Koordinaten, wo sich die Pikes und Crimson Dawn treffen. Sollten wir dann gehen? Nein, ich brauche deine Hilfe nicht. Wird schon gehen. Was? Bleib nein, komm doch mit. Sag danke, dass ich dabei bin. Och, Mann. Okay. Die Luftspiegel in Toshara. Hey, in die 5. Kein Kommentar. Ja, komm, starten wir mal. Na, mach schon. Bestätigt, Kel. Und tschüss. Südele, X. Toshal Obit. Der Hyperantrieb ist gleich online. Und? Überdamm versperrt. Achso. Nix. Ich werde dich nie wieder verlieren. Und falls. Falls sowas nochmal passiert, werde ich dich immer finden, okay? Oh. Wir sind in der Nähe des Mondes Toshara. Jut. Es ist vorbei, Kay. Macht euch bereit! Bereit zum Kampf. Nee, ich habe keine Lust auf den Kampf. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur da unten landen. So. Ja, und das Hoffnung landen. Da wären wir mal wieder. Und jedes Mal, wenn wir diese Sequenz machen, sagt OBS mir, dein Code ist überlastet. Findet OBS nicht so cool, wenn wir da rumreisen. Da wären wir. Mal wieder. So, raus hier. Bis dann, ND5. Gut.
Oh, 0,6 Kilometer die Luftspiegelung, irgendwo da hinten. So, Gleiter, komm mal her. Oder auch nicht. Gleiter. Versteckt alles, was ruckelt, sonst wird das geschossen. Komm her. Nee, 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 nee. So nix. Es geht los. Geht doch. Hey, komm. Und da müssen wir... Oh, warte mal. Irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas. Warte, ich muss mal ganz kurz passieren. Ich bin gleich wieder da. So, dann auf ein neues. Ich hoffe, das Problem ist jetzt gelöst. 180 Meter nach da. Da wird wieder fleißig rumgeschossen. Sehr schräg. Ja, da oben haben wir auch wieder ein Special. 50 Meter. Oh, das ist der Treffpunkt, von dem Danka gesprochen hat. Der Vorsprung sieht nach einem guten Versteck aus. Da oben. War nicht darauf? Nein, natürlich nicht. Dann halt außenrum. Keine Ahnung. Da hinten, oder? Ah, dahin. Okay. Gut, Nix. Bleiben wir außer Sicht weiter. Nicht erschrecken. Was? Was hast du hier verloren? Du erschrickst. Ich sagte, ich brauche keine Hilfe. Neue Situation. Wow, das ist nicht nur eine einfache Übergabe. Korrekt. Ich habe Nachrichten von Crimson Dawn abgefangen. Das wird nicht so leicht, wie Danka versprochen hat. Oh. Ach so, wir laufen jetzt einfach hin. Okay. Schon eine Abmachung mit Danka und sie hat mich zum Abholen geschickt. Danka? Typisch Pikes. Ihr wollt uns wohl reinlegen. Ach nee. Das sieht nicht gut aus. Möchtest du mal sterben? Fuck. Wo war noch mal? Scheiße. Keine Zeit für sowas. Sonst noch jemanden? Ja. Gut, Feuer. Jawohl! Oh, okay. Gut. Hatte nicht erwartet, dass die alle uns umbringen wollen. Danke für die. Oh, nice. Dein Tod hätte Jalen wütend gemacht. Tja, nur das? Nicht mehr? Holen wir dann Kasmuluske. Hä? Huh? Die Muschel K. Durchsuche die Gleiter nach der Muschel. Okay. Achso, nur bestimmte Gleiter. Okay. Nicht vergessen, Dre, bring die Ware nicht zum Übergabeort. Die von Crimson Dawn es sehen wollen, erschießt sie. Danach kannst du ihre Credits einstecken. Wenn Crimson Dawn irgendwas ausgehackt hat, wollen wir neben dir nicht auch noch die
Molluske verlieren. Gut, dann hätten wir die Info. Ach so, okay. Etwas gefunden? Ja, nichts. Hier steht, sie haben nichts dabei. Die wollten bloß Crimson Dawn reinlegen. Danke, aber schlecht informiert. Aber die Gleiter sind toll. Jede Menge Nachrüstungen. Die Pikes haben eine Werkstatt in der Nähe. Vielleicht kommen sie von dort. Ob da auch die Muschel ist? Der Vorarbeiter ist als Schmuggler bekannt. Würde mich nicht wundern, wenn er hinter der Nummer steckt. Ich gehe ihn mal besuchen. Und ich bleibe hier und kümmere mich um das hier. Sag Bescheid, wenn du die Molluske geborgen hast, dann arrangiere ich ein Treffen mit Danke. Danke. Du bist ziemlich nützlich. Ja. Yeah. Was ist eine Frage? Um was genau willst du dich hier kümmern? Naja. Geht das eigentlich noch? Also muss ich nur nach diesem Ort suchen und herausfinden, ja, wo ja. der rote Punkt führt. Na gut, die Werkstatt ist in diese Richtung runter. Wir sind zu langsam. Ja, mal den hier. Da runter oder da rauf? Kilometer. Aber ich gehe mal oben rum. Ja, wie gut, dass wir noch einen guten Ruf haben. Na toll. Die Werkstatt der Pikes. Hoffentlich finden wir das Muschel. Ja, einmal markieren, einmal markieren, einmal markieren, markieren und Feuer. Also. Gut. Einfacher machen. Die Informationen auf dieser Datendiskette sind für jedes Syndikat wertvoll. Überleg dir, wem du sie verkaufst. Ja, ist ein guter Punkt. Schauen wir nochmal dann. Gut, gehen wir mal hier mal rein. Gucken wir vielleicht einen her. Oh ja, sehr gut. Kommt jetzt auch jemand? Hallo? Ja, komm her. Really? Komm jetzt! Ah, das gibt's doch nicht. Stiehl die Muschel hier drin. Nix. Fass. Fuck. Fuck. Fuck, das wird nix. Ja. Ich glaube, die Vordertür ist eine schlechte Idee. Schauen wir mal, ob wir Nebeneingang finden oder sowas in der Art. Ah, okay. Ich bin hier unten. Ein Seiteneingang. Probieren wir es mal hier gleich auf der linken Seite.
Schade, 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 kann ich da nicht einfach reinlaufen. Aber gut, wäre ja dann zu einfach. Es sieht so aus, als könnte man da oben irgendwie rein. Will da rauf? Ja. Gut, das wird nix. So, also warte mal kurz schauen. Rauchbombe, Peilsender Granadi ist auf der 4. Okay. Gut, habe ich mir das auch gemerkt. Also schön. Die Werkstatt der Pikes. Hoffentlich finde ich Dankas Muschel hier. Ich war seit Jahren nicht mehr auf Obadiah. Da hinten. Sieht mich jemand? Ja, da mal ein Dude. So, komm, geh mal vorbei. Ich muss da nach hinten. Dankeschön. Dann schauen wir doch mal, was wir da oben haben. Bleib versteckt, ja? Ich glaube, ich habe den Eingang gefunden. Sehr gut. Zwei Kollegen. Ist hier jemand? Die Crimson Dawn. Drei Kollegen. Über einen anderen zu stehen. Du hast recht. Möchtest du? Ja, sehr gut. Gut, danke. Moment mal, warum sind die jetzt alarmiert? Was zum... Was ist denn hier jetzt los? Was zum... Alter. Kann mich jemand hören? Okay, ich hau hier ab. Keine Ahnung, was hier jetzt gerade passiert ist. So, ciao. Was war das denn jetzt? Unerlaubtes Betreten, ja, echt super. Hey, du solltest in Betracht ziehen, Frieden mit deinen Feinden zu schließen. Ja, das würde alles... Schlaues Kommentar. Die Informationen auf dieser Datendiskette sind für jedes Syndikat wertvoll. Überleg dir, wem du sie verkaufst. Aber warum... Hat das jetzt... Warum hat das jetzt so ausgelöst? Oh, ich glaube, es ist wieder einigermaßen Friede. Nee, da sind noch welche. Ach Mann, ich dachte, ich kann mich... Angriff! Dafür wirst du bezahlen!
Reicht das? Ich denke mal, das hat jetzt gereicht. Nee, die sind immer noch da. Kommst du runter? Bist du auf freier Alert? Sie ist weg. So macht es irgendwie keinen Spaß. Sie ist weg. Komm, probieren wir es nochmal. Und ansonsten lade ich eventuell gerade direkt neu. Gut. Sehr uncool. Maximal uncool. Können wir das jetzt noch mal probieren, ohne dass hier gleich Alarm ist? So, vorsichtig. In die 5? Ich bin in der Werkstatt. Irgendein Tipp, wo ich anfangen soll? Wenn der Vorarbeiter dahinter steckt. Vielleicht in seinem Büro? Darauf hätte ich wohl auch selbst kommen können. Wir haben einen Eindringling! Hol sie dir! Ah, seriously? Es ist doch eine maximale Scheiße. Nein! Sie verkriecht sich. So, sehr gut. Sonst du irgendjemanden? Ja. Scheiße, ich seh's nicht mehr. Gut. Okay, einmal so und einmal den Dude da hinten und Feuer.
Sind es jetzt alle gewesen? Was für eine Katastrophe, ey. Ah, geil. Und die nächsten. Fürs Erste. Gut. Ach, das ist scheiß Geschütz da. Ja, vielleicht mit dem. Die sehen uns. Scheiße, ich krieg das nicht kaputt. Was mache ich mit dem verfickten Geschütz? Okay, ich muss hier weg. So, kann ich den Alarm nicht irgendwo abstellen hier? Vor allem, es kommen die ganze Zeit neue Leute hier rein. Tob dich aus, Nix. Geschütz ist weg. Ach, da wäre auch noch ein Eingang gewesen. Interesting. Alter, ich hab keine Lust mehr. Ihn da noch? So, wunderbar. Ja, markieren, markieren. Haben wir sonst noch jemanden gerade hier? Nee, Feuer. Hat geklappt. Okay, wir laufen jetzt da nach hinten oben. Na toll, und jetzt sind wir bei Dürftig. Haben wir hier was? Nee. Shit, wie komme ich da rein? Wie komme ich da rein?
Sehr gut. Alles klar, Nix. Nehmen wir unser Geld. So, mach mal auf hier. Oh ne, das ist ein Scharfschützenblaster, die sind kacke. Und jetzt verlasse das Gebiet. Komm ich da? Was siehst du? Oder wir gehen hinten wieder raus. Genauso, wie wir reingekommen sind. Oder wo würde der hinfahren? Gehe ich das Risiko ein? Keiner sieht mich. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Oh. Das ist auch nicht schlecht. Aber da wollte ich eigentlich nicht hin. Einfach hit and run, da hinten steht auch einer. Ich glaube, ich mache Hit and Run. Bewegung nix. Die haben es auf uns abgesehen. Alter, runter. Nix, den Blaster. Nein. Hallo und tschüss. Au, oh, scheiße. Bravura. Jetzt hättest du es fast gehabt und dann musst du dich einfach mal noch in den Tod reinschwingen. Oh, wir sind hier. Alles nochmal. So, nimm das mal hier wieder mit. Katastrophe. Nein, sind die da oben auch wieder hier. Ich mach das hier nur vorübergehend. Natürlich. Zum Angriff nix. Ah, hat nichts gebracht. Tschüss. Hallo. Bin auf der Durchreise. Wo ist er? Da ist er. ND5, ich hab das Paket. Wo bist du? Ich warte in Jontas Hoffnung auf dich. Wurdest du gesehen? Ist doch egal. Hauptsache, ich hab es. Ja? Vielleicht mehr als einmal. Oh, da ist jemand pissed. Was? Seriously? Ich will hier nur noch weg. Leute, lasst mich in Ruhe. Also dieser Gleiter auf Highspeed ist zum Steuern echt beschissen. Nein. Oh, oh. Alter.
gut. Wir werden wieder da. Einmal abschneiden. Danke. Moin. Hallo? Wollen wir nicht reden? Bist spät, Kay. Anker wartet. Was? Warst du besorgt? Nein. Okay. Nobody to Troy. Was? Sei vorsichtig. Anker ist Vermittlerin, keine Freundin. Man kann ihr nicht vertrauen. Wem kann man das schon? Wir sehen uns auf dem Schiff. Runde 2 sieht immer noch gut aus. Kavis. Schon zurück? Ich sag ja, sie ist noch neu, aber gut. Wer ist das? Nur eine Freundin. Setz dich. Der Job war unerwartet kompliziert, danke. Du lebst. Hey, das ist kein Spielzeug. Das ist eine Investition. Halt! Du bist neu. Ich kenne nicht viele wie sie. Diebstahl von Schmuggelware, Arbeit mit Syndikaten. Du könntest eine Gefahr fürs Imperium sein. Aber du kannst mich vom Gegenteil überzeugen. Bestechungsgeld ablehnen, bestechen. Danke, aber ich kann ganz gut auf mich selbst aufpassen. Du zahlst den Preis, wie alle anderen auch. Hey, Kleine, bleib mal schön ruhig. Du kommst hier nicht lebend weg. Mag sein. Das lief wieder sehr gut. So wie die ganze Mission. Mir hat das auch nicht gefallen. Deshalb habe ich mir eine der Perlen geschnappt. Ja, so geht's auch. Meine Freundin da drin hat mit ihren Kontakten gesprochen. Du solltest schnell abhauen. Wow! Heute ist nicht mein Tag. Also, wo war ich? Wow, wie unerwartet. Komm zu Makal, wenn du nicht mehr gesucht wirst. An alle Truppen, wir erhalten Meldungen über eine Flüchtige in Yautas Hoffnung. Sofort verhaften. Kann ich schnell Reise machen? Geht das? Nein, das ist natürlich jetzt blockiert. Imperiale Konsole gesucht, Status löschen. Oder ich verschwinde jetzt hier einfach mal ganz kurz. Reale Durchsage meint nicht zufällig dich, oder? Kann sein. Ich sag ja, du kannst dir nicht trauen. Wobei, was ist, wenn ich hier einfach im Schiff bleibe? Meint ihr, die kommen da rein? Weil ich glaube nicht, dass die KI so schlau ist. Bergen? Was bergen? Ja, gut, wisst ihr, nachdem wir eh so einigermaßen an der Zeit sind. Alle Einheiten, aufgepasst. Eine bewaffnete, gefährliche Kriminelle ist in ihrem Sektor unterwegs. Weitersuchen. Sie muss eliminiert werden. Ja, viel Spaß. Solange ihr nicht auf die Idee kommt, mein eigentliches, offizielles oder nicht offizielles Schiff zu durchsuchen, habe ich jetzt keine Angst. Also ich würde sagen, wir machen hier mal Schluss. Also die Folge war zwar ein bisschen eine Katastrophe von Anfang bis Ende. Schauen wir, dass wir das in der Zukunft besser machen. Und dann schauen wir zur Makas Spielhöhle und mal gucken, wie es da weitergeht. Aber das war so ein bisschen fishy von ihr. Oder sie ist selber bedroht worden. Irgendwas stimmt da nicht.
Also, bis dahin, ich wünsche euch was. Macht es gut. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.